Geschichten, die du erzählst, auch in der digitalen Welt, sind nicht Geschichten, die immer so ganz gestreamlined sind. Das kann schon mal Ecken, Kanten, das kann schon mal ein bisschen anders sein. Das steirische Vulkanland lud wieder Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region zum Meisterkulturabend. Diesmal in das Momentum nach Baldau. Thema des Abends war die Digitalisierung und wie man davon profitieren kann. Besser wird es ja nur, wenn wir Server verwenden. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist. Einerseits, wir haben durch unser Wertefundament im Steirischen Vulkan eine tolle Basisvoraussetzung geschaffen. Mit unseren Zukunftsbildern inspirieren wir die Menschen und geben ihnen Orientierung. Und die modernen Medien und all das, was hier im Bereich Digitalisierung auf uns zukommt, macht uns modern, macht uns auch leistungsfähig, macht uns aber auch sozusagen konkurrenzfähig gegenüber anderen. Und ich glaube, dass das diese einerseits die Tradition, auch die Innovation, die wir haben und auch die Modernität sich toll ergänzt. Und das war wichtig heute, dass die Betriebe das auch gehört und zum Teil auch gesehen haben. Ich selbst war überrascht, in welchen Bildern wir verharren und was die Zukunft uns bieten kann. Ich bin sehr dankbar, dem Herrn Säger, dass er uns die Augen geöffnet hat. Höhepunkt des Abends war neben der Verleihung der neuen Markenlizenzen ein Impulsvortrag von Robert Säger. Der Marketing-Experte vermittelte dabei mit viel Leidenschaft seine Thesen über Innovation und Kommunikation. Mut zu haben, Dinge auch zu verändern und auch die Begeisterung für morgen, denn oft stecken wir fest in einer Angst, es verändert sich alles, aber wenn wir begeistert sind für morgen und auch den Mut haben, Dinge zu verändern, dann können wir die Zukunft auch gestalten und das wollte ich dem Vulkanland auch mitgeben. Sie wollen ja bis zum Jahr 2040 die lebenswerteste Region Europas werden und dafür musst du halt auch den Willen haben, Dinge zu verändern und zu gestalten. Der studierte Kunsthistoriker zeigte Strategien für eine erfolgreiche Zukunft auf. Um etwa Betriebe oder Marken digital sichtbar zu machen, gehört auch ein wenig Mut. Du musst mutig sein, weil Angst haben wir eh vor allem die ganze Zeit. Ja? Wir fürchten uns eh schon fast zu Tode. Dann musst du auch noch geschmeidig und flexibel sein, weil wir alle eins gelernt haben, wir können uns nicht darauf verlassen, was morgen passiert. Und bitte bleibt's ein bisschen sexy, weil traurig, depressiv und voller schlechter Nachrichten ist es eh immer. Ja? Wohl niemals zuvor waren die digitalen Veränderungen so spannend und zugleich so einschneidend wie jetzt. Aber jeder hat die Chance, von der Digitalisierung zu profitieren und die Zukunft mitzugestalten. Ja, wir haben ein Projekt am Laufen, in dem wir versuchen, die Marke digital in der Blockchain abzubilden. Das heißt, wir bauen eine Datenbank auf im Hintergrund, die dann ein digitales Abbild unserer Marke Steirisches Vulkanland quasi in der Blockchain gesichert zur Verfügung stellt und das dann auch den Betrieben und so weiter weitergegeben werden kann. Einfach mal ganz eine andere Perspektive einzunehmen und auch die ganze Social-Media-Welt, die ganze Digitalisierungswelt da besser zu verstehen und vor allem, wie man sie dann auch gut nutzen kann für die Unternehmerinnen und Unternehmer, für unsere Meisterinnen und Meister. Es war ein erfrischender Vortrag mit wahnsinnig viel Zukunft und wahnsinnig viel Irritation, dass wir unsere gesetzten Bilder verlassen, was nicht heißt, dass wir regionale Werte aufgeben müssten, sondern dass wir uns auch noch anders erkennen, anders darstellen. Und ich glaube, dass damit ein erfolgreicher Weg für die Region vorgezeichnet ist. Ein spannender Blick in die digitale Zukunft beim Meisterkulturabend des Steirischen Vulkanlandes.